Hi, im Rahmen der Instagram-Challenge von Fast Forward Science möchte ich euch gerne ein filmwissenschaftliches Modell vorstellen, das als Vorlage für den dramaturgischen Aufbau einer Vielzahl von Hollywood-Filmen dient, die sogenannte Heldenreise. Entstanden ist das Modell vor allem durch Joseph Campbell, einen amerikanischen Literaturwissenschaftler, der Märchen und Mythen verglichen hatte, um daraus eine erzählerische Grundstruktur herauszuarbeiten. Der amerikanische Publizist Christopher Vogler adaptierte dieses Erzählmodell für das filmische Erzählen, woraus dann das 12-stufige Modell der Heldenreise entstand. Dieses narrative Modell möchte ich euch jetzt gerne einmal anhand vom ersten Star Wars-Film aus dem Jahr 1977 zeigen. Vielleicht erkennt der eine oder andere ja bestimmte Stufen des Modells aus anderen Filmen wieder. Los geht's! Station 1, die gewohnte Welt. Der Ausgangspunkt der Geschichte ist eine meist langweilige oder tröge Lebenssituation des Helden. Luke Skywalker arbeitet auf einer Farm auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Station 2, der Ruf zum Abenteuer. Ein Ereignis im Alltag des Helden kündigt eine Veränderung an. R2-D2 übermittelt Luke die Botschaft von Prinzessin Leia, die um Hilfe bittet. Station 3, die Verweigerung des Rufs. Den Helden überkommt Angst und er wendet sich vorerst vom Abenteuer ab. Luke trifft auf Obi-Wan, verweigert es jedoch, sich ihm zur Rettung der Prinzessin anzuschließen. Station 4, Begegnung mit dem Mentor. Der Held trifft auf einen Mentor, der ihn bei seiner Reise unterstützt. Nach dem Verlust seiner Familie entscheidet sich Luke schlussendlich doch dazu, sich Obi-Wan anzuschließen. Station 5, Überschreiten der ersten Schwelle. Nach dem ersten Hindernis gibt es für den Helden kein Zurück mehr. Nach einem Kampf in der Cantina-Bar ist Luke dazu gezwungen, den Planeten möglichst schnell zu verlassen. Station 6, Proben, Verbündete und Feinde. Während der ersten Probe für den Helden trifft er sowohl auf Feinde als auch auf neue Verbündete. Bei der Flucht vor dem Imperium trifft Luke auf Han Solo und Chewbacca. Station 7, Vordringen in die tiefste Höhle. Der Held und seine Verbündeten nähern sich dem gefährlichsten Ort des Abenteuers. Luke und seine Verbündeten treffen auf den Todesstern und geraten in die Fänge des Imperiums. Station 8, die entscheidende Prüfung. Der Held muss eine Prüfung bestehen, bei der es auch zu Verlusten kommen kann. Luke gelingt es, Prinzessin Leia zu retten, er verliert jedoch seinen Mentor Obi-Wan beim Kampf gegen Darth Vader. Station 9, die Belohnung. Der Held geht mit einer Belohnung aus der Prüfung hervor. Luke wird Mitglied bei den Rebellen, womit unter anderem sein Traum, Pilot zu werden, wahr wird. Station 10, der Rückweg. Der Held will wieder zu seiner gewohnten Welt zurückkehren. Luke muss den Todesstern und das Imperium ausschalten, um seine Heimat und damit gewohnte Welt zu schützen. Station 11, die Verwandlung. Der Held muss einem letzten Mal dem Tod ins Auge blicken, um aus der Begegnung als neuer Mensch hervorzugehen. Luke zerstört in der letzten Schlacht den Todesstern und kehrt als Held zurück. Station 12, die Rückkehr mit dem Elixier. Der Held hat erfolgreich die Welt mit Hilfe eines tatsächlichen oder metaphorischen Schatzes verändert. Luke wird in einer Zeremonie geehrt und kann als Held in seine Welt zurückkehren. Kommt euch diese Erzählstruktur bekannt vor? Vielleicht ja auch aus den folgenden Filmen. Hier sind noch ein paar weitere Beispiele. Kennt ihr noch einen weiteren Film, der nach dem gleichen Erzählmuster aufgebaut ist? Vielleicht regt euch ja auch der nächste Kinobesuch dazu an, euch etwas Gedanken über den dramaturgischen Aufbau von Filmen zu machen.